Hallo, herzlich willkommen. Diesmal gehen wir zur Batteria de Castillitos. Ja, und schauen uns diese Festung an oben am Berg. Aber ich höre jetzt gleich auf und lasse gleich los und ab geht's. So, ich fahre jetzt auf den Berg mit dem Bike. Am Morgen war ich schon unterwegs, Kette gebrochen, Kette reparieren. Da habe ich noch Besuch gekriegt. Die waren gerade in der Nähe. Und ja, jetzt fahre ich da hoch zum Berg, zu den Kanonen. Das ist ehemaliges Militärgelände. Vermutlich war hier die Kavallerie, schätze ich mal. Also großes Gelände. Und ja, wir müssen da hoch. So, da unten sieht man meinen Camper. Und die Besucher sind immer noch da. Ja, die zwei Wölfe habe ich zu Hause gelassen. Die waren traurig. Aber ja, nur auf der Straße rennen, 7-8 Kilometer, nicht so interessant. Geile Aussicht, hä? Oh, dahinter gibt es ja nochmal eine Straße. Ja, Wahnsinn. Also bis jetzt ist der Weg auch machbar. Mit einem normalen Camper, mit meinem sogar, aus dem Anfang Bäume ein bisschen tief, aber das hätte auch funktioniert. Schauen wir mal später. Mit einem Kastenwagen kommt ihr da sowieso hoch. Es ist zwar verboten für Wohnmobil und LKW, ich habe gleich beides. Deswegen Rad, ich habe ja mein Rad. Also alles, was nicht machbar ist mit meinem Teil, habe ich das Rad. So ist die Sackgasse da oben. Also wird getrampelt. So, da unten ist wieder die Ex-Militäranlage. Mein Camper sieht man auch. Dann hier herrlicher Meerblick. Ich weiß nicht, ob da vorne Mazeron ist schon. Ja, und die Straße ist bis jetzt easy. Für einen Schweizer sowieso. Aber es ist breit genug. Da oben sieht man das erste Geschütz und wir können, glaube ich, hier durchfahren. Ja, ja, wir gehen hier durch. Also hier geht nur mit dem Rad, die Straße geht sonst, glaube ich, außen rum. Dann ist es ein bisschen weniger weit. Wir sind ja gleich oben. So, erster Berg geschafft, aber ich glaube, wir sind da falsch. Mal schauen. Aber Aussicht ist genial. Trotzdem. So, andere Seite. Ich glaube, da drüben müssen wir hin. Oh, Scheiße. Ja, nun, Aussicht genießen. Und dann weiter. Das Wetter ist, ja, ja, es regnet nicht, sage ich mal. Alles gut. Also, wir sind auf einem Gipfel, aber auf dem falschen Stromerzeuger, Solar. Und da gibt es eine Schutzüberdeckung. Ja, und da unten ist irgendwo mein Camper. Da am Flussbett hinter dem Berg. So, also die Abkürzung war falsch. Zumindest wenn es hier gewittert, hat man da einen Unterstand. Oh, mit Kletterteilen noch. So, jetzt bin ich oberhalb. Ein bisschen klettern. Ja, wunderbar. He? Aber jetzt wieder zurück. Also ganz da unten ist La Azzola. Da unten seht ihr ganz viele Camper. Und da hinten ist Mazeron, Porte de Mazeron, Mazeron selber. Ja, und dann sieht man bis fast, ja, zur Schlangenbucht nach hinten, da wo die Treibhäuser sind, am ganz am Ende, gerade hinter dem ersten Turm. Wir haben Glück, die Sicht geht auf und ich gehe jetzt wieder runter. So.
So, wir sind wieder runtergefahren, wieder auf die Hauptstraße und dann geht es runter und dann kommt man auf die andere Seite. Hier ist ein Luxusdampfer, glaube ich, der ankert. Und ja, jetzt kommen schon einige Autos. Es ist Sonntag, jetzt müssen wir Gas geben. Das Ganze ist auf der anderen Seite. Also es geht dann wieder runter und eigentlich darüber zum Zipfel und dann da wieder hoch. Ja, doch ein Stück. He? Die Straße ist also top bis jetzt, also gut befahrbar. Also da oben ist das Ziel und immer noch geht's runter. Ja, wunderbar. Also kann ich nur empfehlen. Gibt sogar noch Bäume hier, hey, kleine, aber immerhin. Also Straße super, Bäume halt ein bisschen tief hängend, aber mit einem Kastenwagen kommt die da locker hoch. So, ab hier geht es nur zu Fuß weiter, für die Autofahrer, für uns nicht. Und da sind die ersten, da waren Toiletten offenbar. Da sind die ersten Anlagen. Und ja, es kommen halt Leute heute viel. Es ist Sonntag, falscher Tag, egal. Ja, Wahnsinn. Das Ganze sieht auch ein bisschen mittelalterlich aus. Da oben die Geschützfestung. Noch geht es mit dem Rad weiter. Ja, das ist interessant. Die Häuser oder diese, ja, was auch immer das ist, sieht aus wie Berberhäuser mit diesen Spitzen, wie in Marokko oder Tunesien. Da übrigens ist übrigens Cartagena. Cartagena wurde von den Cartagener gebaut, nämlich Karthago. Das war die erste Basis auf der, also in Europa. Also ob es die erste war, weiß ich nicht. Zumindest in Spanien, habe ich nachgelesen. Also es war nicht die Spanier, das war noch vor Christus der Fall. Ein paar hundert Jahre vermutlich. Ja, wunderschön. Und jetzt müssen wir absteigen. Ach so, jetzt sind wir mal auf die erste Spitze und da seht ihr, da hinten ist die Festung. Ihr seht zwei Kanonen. Wahnsinn. Da fahren wir jetzt gleich hin. Mit dem Rad geht das. Dann hier ist noch was. Nochmal eine Festung, aber glaube ohne Kanonen. Und da führt doch tatsächlich noch eine Straße runter, aber die ist gesperrt. So wie die aussieht. So, schwupp, wir sind schon vorne auf der Spitze bei den Kanonen. Die sind dahinter. Das Ganze hat ein bisschen einen römischen Touch da. Also hochinteressant. Ja, geil, die erste Kanone. Drehbar. Ja, die ist schon lange nicht mehr in Betrieb, aber damit haben sie die Schiffe zum Senken gebracht. Tja, Wahnsinn. Da war auch eine, die haben sie abgebaut. Von da sind wir gekommen. So, die nächste Kanone. Wahnsinn. Das knallt. Hier Einsturzgefahr, hä? Der Boden ist zusammengebrochen. So, die letzte, drei Stück sind hier noch. Tja, hä? Gute Verteidigungslinie. So, jetzt gehen wir mal in so ein Gebäude rein. Aha, kleiner Durchgang. Da geht's rein und da oben wieder raus. Und hier ein Loch.
Ja, da hat es ein paar Durchgänge. Und hier kommt man einfach wieder raus, fertig. Also, da geht's raus, ich habe gesperrt. Also weitläufig. Da hinten sind die Kanonen. Man kann von überall hoch. Dann die Häuser. Kleines Boot. So, wieder eine andere Stelle. Jetzt gehen wir aber mal da hoch. Ja, zuerst noch hier. Wir gehen da mal runter, gucken rein. Das Gebäude ist groß, lang. Nichts mehr vorhanden hier. So, Toiletten, hä? Wer muss noch? Ja, alles zerfällt. So, jetzt ist eine Endstation. Fertig. So, wieder zurück. Haben wir es gesehen? So, jetzt geht's auf den nächsten Hügel. Mit dem Bike sogar. Funktioniert. So, ab hier gehe ich zu Fuß und gucken uns das auch noch an da oben. So, schon geschafft. Tja, was ist hier? Schöne Aussicht. Da drüben waren wir ja schon. Da ist mein Bike. Tja, hier, was hat man hier gemacht? Geguckt. Vielleicht hat es hier kleine Schütze. Keine Ahnung. Aber da ist noch eine Festung. Das hört ja nicht auf. Nochmal eine Kanone. Ah, da kann man noch runter. Gucken wir auch an. Jetzt sind wir unterhalb. Ja, da war vermutlich ein kleines Geschütz, so wie das aussieht. Übrigens, diese Straße ist sicher die Versorgungsstraße, die geht sicher zum Meer runter. Dann hat da ein Schiff angelegt, hat den ganzen Proviant in ein Auto oder irgendwas reingeladen und dann ist man da hochgefahren, damit diese Leute hier auch was zu essen haben. So, ich bin auf dem nächsten Hügel. Da sind die nächsten Kanonen. Oh, das sind aber größere. Also Wahnsinn, die haben eine riesen Reichweite. Riesengeschütze. Das war dann wohl der Kommandoposten, der hat gesagt, Koordinaten durchgegeben. Da die nächste. Das ist ja der Wahnsinn. Wie weit kamen die? Ach, 10 Kilometer. Keine Ahnung. Ja, das sieht nicht alt aus. Das ist in jüngster Zeit gemacht worden. Aber hochinteressant. Wie aus dem Rittertum. So, jetzt suchen wir mal, ob wir da runterkommen. Aha, hier geht's runter, eine Windeltreppe. Dann gehen wir mal, gucken, wo wir rauskommen. Tja, sind wieder draußen am Hauptweg. Also weiter. Ja, jetzt bin ich da unten, wo ich hin wollte. Ja, das sind eben, ja, Wahnsinn. Hier sieht man mit der, wie kann man sagen, Eisenbahn, ja, mit Waggons haben sie hier die Munition gebracht. Und jetzt sind wir ziemlich sicher unter dem Geschütz.
Da hat man dann die Kanonen geladen, so mit Licht, ich weiß nicht, sieht man was. Naja, wir sind jetzt unter dem Geschütz, viel sieht man nicht. Da ist die Hauptzufahrt, hier hat man es dann auf Waggons geladen. Tja, und das sind wohl die unterirdischen Gänge, ich gehe jetzt da mal ein Stück weit rein. Keine Ahnung, wie weit ich komme. So, muss ich aufpassen, dass da eine Verzweigung, ja, ein Labyrinth, hä? Ein Labyrinth, nehme ich euch da mit. Da geht's raus, gucken wir schnell. So, hochinteressant, hä? Ja, hier geht es einfach raus und fertig. Wow, da geht es dann runter. So, hier kann man sich echt verlaufen. Also von da bin ich gekommen. Jetzt gehe ich da mal weiter. Oh, das ist auch interessant. Aber ich muss dann einfach wieder rausfinden. Aha, und auch aufpassen, dass da unten kein Loch ist, dass ich nicht reinfalle. Also, ja, hier haben die sich verschanzt. So. Wieder raus, da war Sackgasse, wir gehen jetzt da durch. Wieder ein Gebäude. Tja, hä? Dann wieder raus. Bin ich glaube da, wo ich schon mal war. Ja, hier geht's raus. Und von da, genau, alles klar. Also da kommt man nicht weit. Da ist wieder diese Figur. Gut, man kann sich nicht verlaufen. So, ich bin immer noch unterhalb. Gucken. Da ist wieder Versorgung. Und da dasselbe, da geht es rein, dann hier, Bunker, jetzt muss ich die Lampe anstellen. Also, ja, hier haben sie zugemacht. Aber hier ist ja noch ein Raum, jetzt gehen wir mal hier gucken. Aha, da kommt man wieder hoch. Vermutlich kommt man da raus, da oben. So, hochinteressant, hä? Also hier ist, gucken wir, Kommandozentrale, sage ich mal. Hier die ganzen Marineschiffe, die es gab. Ja, die englische Flotte, hier die französische Flotte. So, jetzt gehe ich da in die Kommandozentrale. Sehr enge Wendeltreppe. So. Ich denke, hier hat man einen guten Überblick, wohin man schießen soll. Ja, das nimmt kein Ende. Wieder was entdeckt, das runtergeht. Ja, also wieder ein Raum. Aufpassen, dass ich nicht ins Loch falle. Man weiß ja nie. Zum Beispiel hier. Gut, weit geht's nicht. Ja, jetzt sind wir unter der Kanone. Und hier haben die die Geschütze geladen. Offenbar.
Hochinteressant. Hier sind die Waggons. Ja, du. Aber ich glaube, die haben das nie gebraucht im Krieg. Hier ist fertig. Also. Ja, super. Hier geht es auch durch. Jawohl, hier sind die Kanonen gelagert. Mal gucken, ob wir noch eine finden. Eher nicht. Also immer wieder am Boden gucken, nicht, dass ich da runterfalle. Also das war der Lagerraum. So, wieder ein Raum, hey. Das hört ja nicht auf. Ich muss da rein kriechen. Boah. Also das war eine Maschine, vermutlich die hat die Kanone gedreht, genau. Ja, Wahnsinn, Diesel, Dampf. Dann hier irgendwelche Gasflaschen. Ja, was war das? Dampf, hä? Das sieht nach Dampf aus. Dampfbetrieben. Da kam das Wasser rein, vermutlich. Naja, ihr wisst es vielleicht besser wie ich. Das Schwungrad, das weiß ich. Also, Wahnsinn. Diese Anlage. Dann hier ist, war das ein Wasserkessel oder keine Ahnung, der kann auch hoch und runter gelassen werden. Ja, das weiß ich nicht, was jetzt das war. Vielleicht wisst ihr. So, jetzt geht es zur nächsten, letzten Anlage da oben. Da unten ist alles zugeparkt, mit dem Rad kann man aber hoch. Oh, oh, ein Camper ist hoch. Ui, da unten kann er nicht wenden. Es ist alles voll geparkt. Von hier sind wir übrigens gekommen. Da waren wir auch. Und jetzt, wir fahren jetzt da rundherum. Mit dem Bike geht das. Mit Auto nicht. So, 180 Grad Wende. Wahnsinn. Ja, ein Bike ist geil. Also wenn ihr könnt, geht mit dem Bike hoch. Mit dem Wohnmobil, vergisst es. Weil wenn die Autos parken euch zu, vielleicht noch einen Kassenwagen, aber dann morgen früh, frühzeitig, damit die rechtzeitig wieder weg sind. Heute ist sowieso Sonntag, schlechtester Zeitpunkt. So, das ist der höchste Punkt. Weiter hoch geht's nicht. Also, alles zugesperrt. Ja, mit dem Rad kann man noch weiter hoch. So, wir sind oben. Oh, super. Ja, also, wir sind oben. Man kann aber nirgends rein, alles zu. So, alles zu hier. Aber ich komme da schon rum. Allerdings am Rand laufen, falls die Decke einbricht, weil da ist sie schon eingebrochen. Da. Also, muss ein bisschen überlegen auch. In der Mitte ist die größte Einsturzgefahr. Oh, Riesenberge von Steine. Und da unten ist die Kanonenanlage. Ich stehe hier eigentlich am Abgrund. Deswegen meine wackeligen Beine. Aber es geht. Und es windet. Ja, so sieht das aus hier.
So, wir genießen den Ausblick noch vom höchsten Punkt, ganz rechts hinten, Cartagena. Also herrlich. Das ist die Zufahrtsstraße, da müssen wir wieder hoch und dann wieder runter. Ich hoffe, meine Kette hält, da habe ich jetzt immer Angst, weil die Kette ist echt durch, die muss ich dringend ersetzen. So, das ist der Parkplatz, völlig überfüllt, also wenn du da hochkommst, kommst du fast nicht mehr weiter. Wobei, jetzt sind schon ein paar wieder gegangen. So, und hier oben hat es eigentlich mehr Platz, aber ihr seht es jetzt dann gleich. Da muss man Offroad täglich sein. Ui, der ist gerade angestanden. Also ein Riesenchaos, besser mit dem Bike. Er fährt schön vorsichtig. Steht fast an, aber nicht. Elektro. Ja, ja. So, das war es von da oben. Wir fahren jetzt wieder zurück bis zum Camper und begrüße meine zwei Wölfe, die sich vermutlich extrem freuen. Bis später. So, und schon bin ich unten und jetzt Freude herrscht. Ja, hallo, wieder da. Hä? Das wäre einfach zu viel gewesen. Ja, wie wieder da. Hoi, ja. Sali, Angie, Sali. Ja. Ja. So, das war es wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Reise geht jetzt weiter nach Tabernas, in die Wüste rein, wo ich mich speziell freue. Okay, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und tschüss.